Hallihallo Leute, ja, ich bin's mal wieder und ich habe heute ein Paket bekommen. Und ja, dann öffne ich es jetzt erstmal. So, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen die Kamera runterzuhalten, weil ja Adresse und alles Mögliche ja dort drin steht. Und ja. Oh Gott, ich bin ja so gespannt. Ah, da ist der kleine Schatz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay. Ich komme ja auch gerade erst von der Schule. Und da ist ein Schweif. Es ist nämlich ein Peterstone. Ein kleiner, süßer Peterstone. Und oh mein Gott, sieht Peterstone. Oh mein Gott, hat der schöne Augen. Oh mein Gott. Der eine Macke. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie so eine Macke, aber die kann ich wegschattieren. Ich glaube, das ist ein kleiner Farbfehler, weil Macke, nach Macke sieht das nicht aus. Und oh mein Gott, er hat ja solche schönen Augen. Ich werde das euch dann mal ein bisschen besser zeigen. Aber der ist ja so süß, der ist ja so Buckskin-mäßig. Und das ist ja, glaube ich, mal das Quarter Horse-Modell. Wenn es mich nicht irrt. Ja. Oh, der ist ja so hübsch. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass Peterstone so hübsch ist. Oh mein Gott, ist der schön. Der hat ja solche süßen Augen. Ui, ist das sweet. Oh mein Gott, ist das knuffig. Ist das knuffig. Ich habe für den auch einen Namen ausgesucht, aber ich habe ihn gerade vergessen. Ich habe das alles so auf so einen kleinen Zettel geschrieben. Und ist noch was drin? Ich schätze mal nicht, Haufen Zeitung. Ja. Und er ist so süß. Es ging eigentlich mit weißes Macke. Der ist Dreck. Okay, ich muss mal ein bisschen dann mal sauber machen. Solche kleinen Punkten da. Gott. Weiß nicht, mein. Oh Gott, die Augen stellt ja gerade gar nicht scharf. Weil ich gucke das gerade ganze Zeit so an. Und ich merke gerade, die Kamera stellt überhaupt nicht scharf. Ich finde das gerade ziemlich blöd. Wartet mal. So, jetzt sieht man den ein bisschen besser, aber die Augen sieht man jetzt nicht so schön. Bisschen, doch ein bisschen erkennt man es mal. Das ist er jetzt nun, ich weiß nicht, da geht irgendwie so eine leichte Naht auf. Ich will mal gucken, was ich da machen kann. Ich glaube, die geht auf, oder? Was meint ihr? Der ist voll hübsch. Hübsch, hübsch ist er. So, ich mag ja total Bugs in Quarter Horse und alles Mögliche. Oder, okay, am liebsten mag ich Haflinger. Weil ich auch selber mal einen hatte, ein Arabo-Haflinger. Das ist so ein Mischmasch von Araber und wie gesagt Haflinger. Und ja, Mann, der ist ja so süß. Oh mein Gott, ist der knuffig. Ja, ich habe den vom Modellpferdeforum. Ich habe sehr lange auf ihn gewartet. Ich glaube 2 Wochen. Ich bin nach was verzweifelt. Ich habe mich so auf den gefreut, da kommt er so spät. Naja, okay, ist egal. Jetzt habe ich ihn. Ist ja so schnufflig. Total schnufflig. Richtig, richtig schnufflig. Meine Farbe, weil die ist so, zwar so golden. Das sieht jetzt so extrem golden auf der Kamera aus, aber so extrem ist er gar nicht. Ich mache da mal kurz ein paar Bilder und dann zeige ich ihn euch mal ein bisschen näher und ja.